Molle, du Trimax hier, wir spielen heute Only Up. Sau viele Streamer. Haben schon geschafft. Ich bin richtig, richtig kacke. Also ich bin echt super schlecht in so welchen Games. Ich habe ganz, ganz schlechte Mechanics mit Maus und Tastatur. Ich bin Controller-Spieler und noch in allererster Linie bin ich ein Mobile-Gaming-Spieler. Ich spiele mit Touchscreen. Clash of Clans mit Fingerntricks so auf dem Bildschirm. WASD laufen habe ich erst mit im Alter von 21 Jahren gelernt. So, der erste Dings ist einfach. Es gibt ultra viele krasse Abkürzungen mit Betten. Die habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Mein letzter Run war überraschend gut. Ich war doch besser, als viele vermutet hatten. So, hier ist jetzt ein Bett. War das schon mal gut. Ich muss die Mechanics erstmal noch alles lernen. Guck, das ist immer wichtig. Lieber runterfallen, knapp an der Kante, weil dann kannst du dich nämlich... Ah, hier seht ihr das? Ich will dich festhalten. Klettert er wieder hoch. Das ist gut. Ich darf jetzt ja auch nicht zu übermütig werden, weil hier habe ich das ja letztes Mal alles flawless geschafft. Hier jetzt runterfallen würde mich brechen. Ich will auf jeden Fall weiterkommen als letztes Mal. Wie weit war ich letztes Mal? 10% haben einige geschrieben. Hey, jetzt geht's hier wieder runter. Darüber muss ich. Soweit wollte ich nicht. Jetzt ist scheiße. War immerhin nicht ganz runtergefallen. Habt ihr gesehen? Ich muss so ein bisschen reinkommen. Wenn ich das hinkriege, die Curve Jumps, wenn ich die lerne, wenn ich Curve Jumps und die Distanzen richtig abschätzen kann, dann werde ich richtig OP in diesem Game. So, ich möchte hier hin. Da links möchte ich hin. Wie komme ich da hin? Kann ich hier rüberspringen? Soll ich das mal lernen? Man muss immer an seine Grenzen kommen, um zu gucken, was der Charakter kann. Soll ich hier, kann man hier rüberspringen? Ich probiere es mal, oder? Guck mal, easy. Okay, das ist wichtig zu wissen. So, jetzt kann ich endlich, jetzt kann ich auch so, kann ich mal jetzt besser werden. Okay, das ist krass. Ja, okay. Und die Musik geht wieder los, okay. Wir sind wieder ganz unten. Interessant, interessant. Also es ist interessant. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man nicht sauer wird, dass man nicht tiltet. Ich bin vielleicht von den Mechanics her nicht der beste Spieler. Aber mental bin ich einer der stärksten überhaupt. Lässt mich komplett kalt. So, das Gute ist, mit jedem Mal, wo man runterfällt, prägt man sich die Strecke mehr ein. Und dann kann ich die auch sprinten. Seht ihr, wie schnell ich jetzt schon bin? Also ich bin bisher bei dieser Rohrpassage jedes Mal einen anderen Weg gegangen. Jedes einzelne Mal. Ich würde es so gerne mit Controller spielen, ne? Mit Controller würde ich das Spiel einfach nie wieder aufhören zu spielen. Na, vielleicht doch. Also vielleicht würde ich auch mit Controller irgendwann das Spiel nicht weiterspielen. Jetzt geht die Musik wieder los. Ja, ich verstehe das Konzept. Ja, ich verstehe es. Die soll einen wahrscheinlich aggressiv machen, ne? Aber ich finde das Game schon eine Milliarde mal besser als Alt-F4. Das sage ich immer wieder. Guck, jetzt bin ich schon wieder bei den Rohren. Die Rohre sind echt noch nicht weit. Meine Hand verkrampft. Oh krass, ich spiele mega verkrampft. Das Fiese ist wirklich, man wird schlechter. Je öfter man das spielt, desto schlechter wird man, wenn man denkt, ja, das habe ich schon mal geschafft. Und dann fängst du an zu fuschen. Das ist doch lächerlich. Ich spam Leerzeichen, ich bin an der gleichen Stelle wieder gestorben. Und die Musik geht wieder los. So, das ist doch jetzt mal stabil. Guckt euch das mal an. Jetzt bin ich schon auf der ersten Insel. Jetzt hat man hier schon ein bisschen Sicherheit. Wollen wir uns hier mit der Matratze ein bisschen mal die mal testen, was sie kann? Fand ich jetzt gar nicht so stark. Das lassen wir lieber. Das war knapp. Wäre ich da nach links abgerutscht, wäre ich wieder komplett runter. Oh, jetzt komplett runter ist scheiße. Je länger man das Spiel spielt, desto beschissener wird's, ne? Rohat hat es nach 8 Stunden gepackt. Aber Rohat ist auch so ein Übergamer. So Rohat, Mickey, Solution, Reapers. Die sind doch alle viel zu krass. Das ist doch gar keine Challenge für die, das Game, oder? Ging. Lieber mit einem Riesenjump. Stabil. Oh mein Gott, wie lange sprintet er denn noch? Ich habe losgelassen, er hat noch übel gesprintet. Der ist so nach vorne gestolpert. Mann, meine Hand ist so nervös. Das war beim ersten Mal nicht so. Ich bin jetzt irgendwie nervöser, weil ich hier schon mal war. Letztes Mal war alles plus. Da habe ich das erste Mal gespielt. Ich habe alle Leute begeistert, weil keiner hätte gedacht, dass ich so hochkomme. Alles war toll. Und jetzt habe ich das schon mal geschafft. Und ich muss es wieder schaffen. Das macht es irgendwie super stressig. Aber die Passage hier mache ich relativ gut, oder? Was ist mit Leuten, die Höhenangst haben und das Spiel sehen? Ist das cool für euch? Oder ist das, oder ist es egal, weil es ein Spiel ist? Oh, habt ihr es gesehen, die Reflexe? Runtergefallen, hochgezogen wieder. Bisher mein Ranking von den Essensläden hier so. Five Guys ist geiler als in Deutschland. McDonald's ist schlechter als in Deutschland.
Shake Shack overhyped, haben ja alle empfohlen, fand ich nicht so stark. Smash Burger überraschend heftig. Burger King war ich noch nicht. Wendy's gehe ich nicht, das sieht aus wie Hundefutter. Ach stimmt, Beast Burger war ich noch gar nicht, das wollte ich doch. Ich habe nur Feast die Schokolade von ihm gegessen. Stimmt. Ja, Döner ist hier schlechter. Döner ist hier schlechter. Habt ihr ja im Blog gesehen. Döner ist hier deutlich schlechter. Aber hier bin ich auch letztes Mal irgendwo gestorben, oder? Ich bin gleich so weit, wie ich letztes Mal weit war. Scheiße, wieso rede ich über das Essen, wenn ich so Hunger habe? It's a strange feeling. I've never been. Nee! Wow, nein! Was ist das für eine Scheiße? Er prallt ab, ich hab Leerzeichen gedrückt! Es war wieder nicht mein Fehler, er ist einfach abgebaut. Habt ihr das gesehen? Ich war kurz davor, so weit zu kommen, wie ich immer komme. Wo ist hier das Bett, um nach oben zu kommen? Wo ist es? Hier gibt's ein Bett. Hier muss es ein Bett geben. Es ist hier so nebelig. Hier ist ein gutes Zeichen, hier ist Nebel. So billig, das Spiel. Man läuft einfach, wo man keine Vision hat und findet direkt einen Fahrstuhl, weil der rot leuchtet. Aber so hoch fährt er ja nicht, oder? Das ist alles? Oh, okay, ich bin bei den Rohren. Egal, wir haben uns auch schön unterhalten, das ist auch wichtig. Ich fand's nice, einfach ab und zu mal in den Chat zu schauen und ein bisschen zu quatschen und dann spielst du hier ein bisschen und zack, bist du auf einmal 800 Meter weiter oben. Lässt du da ein Video abspielen? Das hier? Nein, das bin ich. Ich lauf zurück, lauf nach vorne, ich lauf zurück, lauf nach vorne. Ich lauf zurück, nach vorne, zurück, nach vorne, zurück, nach vorne, ich spring. Das ist kein Video. Und außerdem, wenn ich hier ein Video ablaufen lassen würde, dann würde ich doch nicht hier so Drecks-Gameplay zeigen, der hier nicht über 10% kommt, oder? Guck mal, ey, der sprintet immer noch so lange nach. Nein! Oh ja, was? Wie geil! Der ist einfach hochgebackt, der ist nicht gesprungen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, wie Glück. Chef Strubbel hat es in 34 Minuten geschafft. Also eins muss man Chef Strubbel lassen. Der ist auf jeden Fall ein Betrüger, aber auch ein Gamer. Der hat Mechanics. Der ist auch bei Aim Labs gut. Willst du kurz Discord? Fragte der Cheater. Jetzt will Chef Strubbel alle Abkürzungen sagen. Wo bin ich eben gestorben? Hier bin ich eben gestorben, ne? Auf dem Sprung bin ich gestorben. Warum? Ich bin gegen Stahlseil gekommen, ne? Wo soll ich denn hinspringen? Soll ich kleiner springen? Oder curved links außen rum? Wie konnte ich denn hier eben sterben? Soll ich sprinten? Hahaha, ha, ha, ich habe auch Eli geholfen. Du bist so lost. Du hast Eli nicht geholfen. Du hast da gesaugt mit allem drum und dran. Du hast den kompletten Schaft gesaugt. Plus noch die zwei extra Add-ons, die ballförmig vom Ende des Schaftes runterhängen. Also wirklich geisteskrank gesaugt. Geholfen, sagt er. Ja, okay, Schiffsrum, dann hilf mir bitte auch. Dann hilf mir bitte auch. Dann flieg jetzt schnell nach New York zurück. Und knie dich unter meinen Schreibtisch hier. Und da kannst du mir mal richtig schön helfen. Okay? Dann zock ich das Game und du kannst mir mal richtig schön genüsslich helfen. Okay, was machen wir jetzt? Wie kommen wir da rüber? Ich mache nur einen ganz kleinen Jump, würde ich sagen. Guck mal. Wow! Das war bisher das Beste von mir, was ich in diesem Game geleistet habe. Das war der cleanste, kontrollierteste Jump, den du von da oben überhaupt abreißen kannst. Der war wirklich richtig clean. Wenn ich hier durch die Gitterstäbe runterfalle, raste ich halt auch aus, ne? Oh, hier bin ich letztes Mal gestorben. Ich kann weiterkommen denn je. Guck mal, da bin ich raufgesprungen auf die Insel. Oder? Nee, das war nicht die Insel. Scheiße, oder? Oder doch? Nee, oder? Da war doch kein Bett letztes Mal. Warum ist jetzt auf einmal ein Bett? Ey, ich bin so weit wie noch nie. Bisschen feiern auch mal. So, jetzt brauche ich einen guten Run. Jetzt darf ich nicht sterben. Jetzt hebe ich meinen Rekord richtig. Jetzt pimpe ich den. Auch einfach mal hier ein Treppenhaus hochlaufen. Crazy. Ich weiß nicht, wo ich jetzt als nächstes hin soll. Ich sehe hier gar nichts, wo es nach oben geht. Ich spring da rüber? Wo muss ich denn hin? Viel durchgespielt. Ich bin oben. Ich bin oben. Ich habe es geschafft. Only up. Ich bin an der Spitze. Hier geht's nicht höher. Geil. Muss ich zu diesem Haus da wirklich? Ich kletter wieder nach unten und muss irgendwie zum blauen Haus. Das ist richtig. Okay. Kontrolliertes, gutes Fallen. Hält mich diese Stahlträger oder muss ich hier springen? Gott, wie weit springt der denn? Gott, 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 Gott. Oh, der Mann, der macht immer so einen Doppeljump, wenn ich möchte, dass er sich irgendwo festhält. Das ist hier ja auch richtig ekelhaft, ne? Kann ich da unten hinjumpen? Clean! Okay, das Ding fährt geil. Krass.
Wie weit, oder? Wie viel Prozent habe ich? Das sind doch mindestens 12%. 15%! Wow. Und Chef Strobel hat es bis nach ganz oben geschafft. In 34 Minuten. Chef Strobel, der größte Rando auf Twitch, hat den deutschen Rekord. Ey, ich bin besser als ihr dachtet, ne? Oh, oh! Das hasse ich. Sprünge nach unten, die kann ich nicht so gut kontrollieren. Jetzt verkrampft meine Hand wieder so sehr. Das tut ganz doll weh. Tut euch das Spiel auch so weh? Chef Strobel, hast du gesehen, dass Rumatra 24 Stunden in der Wildnis draußen verbringen möchte? Und er wollte zum Wasser hüpfen auf so eine kleine Insel. Aber die Insel war komplett Schlamm. Und er hat sich nach 4 Stunden seine Hose und seine Schuhe ruiniert und ist klitschnass. Und er hatte Todesangst, weil er bis über die Knie in Schlamm eingesunken ist. Und er dachte, er ist im Treibsand und er stirbt. Dafür liebe ich Rumatra. Also wirklich, das ist das Beste, was ihm passieren kann. Dadurch kriegt er so viel Erfahrung. Man muss immer alles ganz langsam und kontrolliert machen. Sobald Material kaputt geht oder so man nass ist, war das live. Das war live, aber er war nicht im Livestream zu sehen. Aber er hat es mit seinem Handy, glaube ich, gefilmt. Da wird ein Video kommen. Er hatte fast eine Panikattacke. Das ist, glaube ich, nicht so eine geile Erfahrung. Naja, bis zu den Knien im Schlamm. Als ob man jetzt irgendwo in Deutschland in so einem 0815-Wald stirbt an einem Sumpf. An Matsch. Gibt es in Deutschland tödliches Sumpf und Treibsand? Das von unten, das ist ja immer nur tödlich, wenn von unten so Luftbläschen kommen. Dass du da komplett absackst. Also wann ist das letzte Mal jemand in einem Moor gestorben? Von hier auf das Keep-Out-Ding. Jetzt kracht's. Da hab ich's immer verkackt. Oh! Oh, fuck! Was war das denn? Das war so unkontrolliert. Ich bin ja auch gerade auf meinem persönlichen Rekord. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so weit komme. Welcher von meinen Sidekicks hat die größtere Saugkarriere hingelegt überhaupt? Also von beiden, von Strobel und Rumatra. Rumatra hat damals angefangen bei Maxim und haben zusammen League of Legends gespielt. Hat es dann von Maxim geschafft zu Hand of Blood. Ist auch einer der allergrößten oder der größte Gaming-YouTuber Deutschlands, ne? Bei Klicks pro Video. Und hat es dann von Hand of Blood zu mir geschafft und halt auch noch zu Papa Platte. Das ist schon krass von Rumatra. Das ist heftig. Und Chef Strobel, der hat direkt bei mir angefangen. Das ist schon mal krass. Wir haben uns Paris 2016 auf der Paris Games Week kennengelernt. Dann hat er eigentlich so lange gesaugt, bis er dann auch mit eigentlich jedem gechillt hat, ne? Der hat sich dann auch in den Boxkampf gesaugt. In der größten Boxkämpfe überhaupt, Veranstaltungen gegen Hanky. Hat dann Monte und alle ihn kennengelernt und so. Und jetzt ist er bei Eli. Das ist halt auch krass. Das ist auch krass. Rumatra hat, glaube ich, an mehr verschiedenen Stationen gesaugt, aber Chef Strobel hat sich direkt von Anfang an bei mir sich festgesaugt. Das ist auch nicht schlecht. Also diesen Jump finde ich hier Katastrophe, Kacke. Den muss ich nehmen, ne? Da habe ich richtig Schiss. Das ist klein und rund. Was machen wir da? Rund ist overall gute Hitbox, einfach jumpen. Da habe ich echt Schiss vor. Gut, gut, gut. Das war gut. Danke. Ey, wie hoch bin ich? Wo kann man den Jump schaffen? Der sieht super weit aus, hä? Krass! Wieso ist das so doll Subway-Surfer-mäßig? Man läuft hier lang, dann wechselt man die Spur und läuft hier lang. Dann wechselt man nochmal die Spur und springt. Das ist ein Kacklicht. Was soll das denn? Kann ich das ausmachen? Das muss so. Ich sehe gar nichts. Ich gehe mal den That's how the visually impaired feel. I don't envy them and I don't envy myself either. Das ist ja scheiße. Boah, ist das hell. Guck mal, so hoch sind wir schon gekommen. Guck dir das mal an. Oh, ist das ein verkrampftes Game. Meine Hand verkrampft so sehr. Das ist immer das Gefährlichste hier, finde ich. Oh, da unten ist ein Bett. Soll ich da hinspringen? Das nehme ich. Nein. Ich muss früher oder später die Abkürzungen eh hinkriegen. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss das eh lernen. Weil jetzt hier zu Fuß alles hoch bringt nichts. Das ist wahrscheinlich eine super wichtige Abkürzung. Wir springen da hin. Wow, 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 wow. Ja! Ja! Ich habe zwar nichts gelernt, aber ich bin weiter oben. So ein neuer Rekord. Ja, und hier direkt ein Fahrstuhl. Fährt der hoch oder runter? Das kann nicht sein. Warum machen die sowas? Wieso bringen die Scheißentwickler sowas rein? Wie unwitzig sind die? Abgeprallt. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße. Oh Gott. Wo muss er denn hier hinspringen? Hä? Guck mal, das Bett habe ich jetzt schon mal gut drauf. Du bist so runterfallen, hahaha. Ha, ha.